Der Feind wird also höchstwahrscheinlich von der Trollmauer kommen und dort dann über die Reichsstraßen, denn dies ist der schnellste Weg, in Richtung Werheim unterwegs sein. Dort wird er dann mit seinen Heeren über die Dergel setzen und dort nach Süden durchbrechen. Wir rechnen sie ebenso damit, dass Romulus angegriffen wird und auch eine weitere Brücke bei Rancara Liretena. Auch dort werden unsere Truppen stehen, aber die größte Streitmacht werden wir in Werheim erwarten und dort einen Vernichtungsschlag führen. Danach beginnt unsere Wiedereroberung von Schwarztobrien. Wir werden mit Wahrung beginnen. Dies allerdings werde ich nicht mit euch besprechen, sondern eventuell zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr seid dazu auserkoren und dazu erwählt worden, die Evakuierung zu planen und durchzuführen. Ich wurde euch als Kundiger von Dapazien und auch von Werheim zur Verfügung gestellt. Gibt es bis dahin Fragen? In Welche eurer. Erfahrungen in der Hinsicht bringt ihr denn mit? Nun, ich wurde in Taktik und Strategie geschult. Ich bin mir darüber bewusst, wie so eine Evakuierung laufen könnte und welche Gefahren eine Evakuierung birgt. Dementsprechend Gut. nah, wie gesagt, ich kenne das Land und bin dort selbst aufgewachsen. Auch dies könnte von Nützlichkeit sein. Darüber hinaus, er überlegt kurz, als Agent des kaiserlich-garetischen Informations der Agentur teilen wir die Geheimnisse mit euch und müssten keine Geheimnisse voreinander haben. Das ist beruhigend. Mir ist natürlich bewusst, dass ihr nicht allesamt Agenten seid in Rang und Namen, allerdings werdet ihr alle einen inquisitorialen Befehl der Kaiserin erhalten und dementsprechend werde ich euch hier offen sein. Dies ist ein Anfang. Was wisst ihr über die Vorbereitung des Mittelreiches? Die Vor Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Nun ja, die meisten Ressourcen werden für die Armee benutzt. Womit rechnet ihr? Zurzeit werden aus allen Reichen, also dem Horasreich, wir haben auch einige Verbindungen nach Torval organisiert, Menschen nach Werheim so verborgen wie möglich geschafft. Wir werden in den nächsten paar Tagen mehr oder weniger gesammelt nach Norden aufbrechen. Einige Gesandtschaften aus dem Horasreich warten bereits in Werheim. Bellancana, Stradioten, die Korskameraden, die Westwinddrachen, also die Horaslegion, ein paar Pikiniere, leichte Infanterie, Kavallerie. Wir haben ein paar Zwerge vor Ort, die als Pioniere vor Ort schanzen werden. Wir benötigen vor allem logistische Unterstützung, sprich Karren, Ochsengespanne, Zelte, Schreiber, eventuell ein paar Magier. Nun ja, Logistik ist das Hauptaugenmerk und wir benötigen natürlich auch militärisches Personal, sprich Soldaten oder Söldner. Doch ich denke, die allerwichtigste Frage zuerst ist, wo sollen die Geflüchteten, die Flüchtlinge final hingebracht werden? Nun, dies an sich obliegt euch. Allerdings sollten sie wohl hinter Werheim, das heißt im Norden, im Westen und im Süden, sicher sein. Wir werden auf dem Mithraelsfeld kämpfen, so wie es seit jeher vorbestimmt ist. Und dort, nachdem die Streitmacht geschlagen ist, nach Osten aufbrechen. Es reicht also, Sind wenn sie bereits. grob nach Greifenfurt oder in die Richtung Greifenfurt evakuiert werden. Meinetwegen lasst sie auch über die Dergel rübersetzen. Es geht erstmal nur darum, dass ihr die Menschen informiert. Sie leben natürlich mit einer ständigen Gefahr. Nach der Schlacht, der dritten Dämonenschlacht, wissen sie um das Schicksal so nah, wie sie den Schwarzen Landen sind und konnten sich darauf vorbereiten. Was sollen wir hoffen? Doch es gibt natürlich zu bedenken, dass sie nicht im Nachhinein alle verhungern oder nun Banditen werden. Nun, das mag richtig sein. Erst einmal müssen wir die Leute aus der Partie herausschaffen.
dann können wir uns darum kümmern, was mit denen passiert. Es ist auch nur eine Übergangslösung. Wie gesagt, wir wollen nicht, dass sie dem Herzog, der aus dem Osten kommt und nach Westen will, dass sie zwischen dem Feind stehen. Deswegen sollen sie in wenigen Zelten untergebracht werden, meinetwegen in Greifenfurt, meinetwegen in Bali oder in Tralop oder dann auch im Süden, in Garat. Dort sollen sie kurzfristig bleiben und können dann nach, sagen wir, ungefähr 2 Wochen wieder zurückkehren. Hoffen wir es. Gut, dann müssen wir allerdings darüber nachdenken, sie auch über das Ziel hinaus zu versorgen und ernähren und nun die Zelte auch wieder mitnehmen und können sie nicht einfach zurücklassen. Wissen wir schon mehr darüber, wann genau wir den Angriff erwarten können? So früh wie möglich. Also wir rechnen damit, dass es demnächst losgeht. Wir sind uns zwar nicht ganz sicher, wie wir die einzelnen Zeichen auf der Karte, die wir von euch Ömer bekommen haben, deuten sollen, aber wir rechnen damit, dass die Sterne demnächst richtig stehen. Oder falsch. Für sie richtig, für uns falsch. Dann wird sich zeigen, was es ist und warum wir ein Vogelsterben haben. Ich kann mir noch keinen Reim darauf machen, ob das wirklich das ist, was jetzt hier befürchtet wurde, aber... Man zuckt mir die Schultern. Hoffen wir, dass es nicht irgendwas Fliegendes ist, was kommt. Hoffen wir bloß, dass sich keine Probleme hier in Garad auftun, während wir in der Wartien weilen. Oh, etwas Fliegendes wird sicherlich kommen. Immerhin haben sie einen Drachen. Stimmt. Was das angeht, hat man da schon... Ich will nicht sagen, einen Plan. Der schwarze Drache ist eine Entität, so muss man ihn leider beschreiben. Er ist nicht irgendjemand, sondern wiedererweckt, erneut. Er begleitet den Sphärenschänder seit Jahrhunderten, wenn nicht ja seit Jahrtausenden, und ist kein einfacher drachischer Paktierer. Wir haben für den... Nun, eigentlich sollte sie bereits seit Jahren fertiggestellt sein. Mittlerweile haben wir sie aber, die Lanze Finsterfang. Sie wird in unseren Händen den Drachen vernichten. Schwarzes Endurium mit ein paar Zaubern belegt, und wenn er sich dazu erdreistet, auf dem Schlachtfeld zu landen, dann werden wir mit einer Lanze Kavalleristen Tod und Vernichtung bringen. Und zwar endgültig. Hätten wir die mal in Ballung gehabt. Was würde ich jetzt geben für eine Kompanie Rabengarde? Jedenfalls Apep sagte... Wir haben Rabengardisten in Werheim. Zumindest ein Banner. Ja gut. Meines Wissens konnten wir sogar durch diplomatische Vorkehrungen von Paligran ein paar, und damit meine ich 2, Basaltfäuste engagieren. Sieht man mal von euch ab. Wisst ihr denn, welcher meiner Brüder kommen wird? Oder ist es gar einer von meinen Schwestern? Die Namen dazu habe ich mir nicht notiert, aber mir wurde zumindest berichtet, dass 2 der Krieger von euch auf dem Weg sind oder bereits eingetroffen sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Boron-Geweihter dabei, den anderen keine weiteren Spezifikationen. Ah, okay. Ich deute auf die Karte. Ihr rechnet also mit einem Einfall entlang der Reichsstraße 1. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wann fand der letzte Zensus in Darpatien statt? Mit wie vielen Flüchtigen müssen wir rechnen? Nun, das kommt natürlich darauf an, wie viel letztendlich zeittechnisch evakuiert werden können. Wenn wir lediglich die Reichsstraße betrachten, dann werden dies... weniger als 100.000 sein. Wenn ihr tatsächlich die Zeit finden solltet und dann zu Bereichen vordringt wie Ochsenmarkt oder Auweiler, vielleicht zur Bohlenburg, dann werden die sicherlich mehr sein, aber ich glaube nicht, dass diese nach Werheim evakuiert werden sollten, sondern eher nach Romulus. Gut, gehen wir erstmal einfach von 100.000 Flüchtlingen aus. Eine gewaltige Aufgabe. In kurzer Zeit. Gibt es eigentlich Vorkehrungen, dass der Feind nicht aus Versehen nach Süden bei Gallis abbiegt und dann unten über den Dergel überquert?
Nun, wir haben selbstverständlich bei Rankara, die Retainer, ein paar Soldaten stationiert. Ebenso wird in Romilis zusammen mit Fürstin Irmegunde, einer von Schattengrund, wird von Süden aus dort warten. Wir versuchen natürlich eben auch die anderen Städte zu schützen. Sollte er sich wirklich gen Süden bewegen, wird es vermutlich schneller gehen, die Armee entlang der Derge zu bewegen, um ihn dort zu treffen, als es dem Feind gelingt, überzusetzen. Strategisch ist es natürlich sehr unklug, wenn man seine Armee vor einer Schlacht aufsplittet, spaltet, und wir müssen trotzdem damit rechnen, dass Romilis angegriffen wird. Immerhin hat der Schwarze Drache dies allzu oft schon getan und dabei auch die Reichsbewahrerin Ema verflucht. Ihr wisst von ihren Albträumen? Bislang nicht. Es wurde davon ein wenig erzählt. Oder angedeutet zumindest. Vielleicht mögt ihr näher ausführen. Weitere Ausführungen braucht dies eigentlich nicht. Ema hat den Schwarzen Drachen herausgefordert, er hat geantwortet, er flog über sie, tötete ein paar ihrer Männer und verfluchte sie, danach verschwand er wieder. Kurios, dass niemand in der Lage war, diesen Fluch zu brechen. Doch, nun, sollte der Drache Romilis angreifen, könnte die Stadt wahrscheinlich mit Unterstützung aus Pericum rechnen, denke ich. Selbstverständlich, wir haben aus allen verschiedenen Gebieten, nicht nur des Mittelreiches, sondern auch des Horasreiches, aus das Aranische Reich hat gerade selber sehr viele Querelen mit dem Oronischen Reich, aber auch dort bekommen wir einige Reiterei. Wie steht es um die Flotte? Das letzte Mal, als ich im Pericum war, war es eher kläglich. Verzeiht. Er kneift ein bisschen die Augenbrauen zusammen und sieht dich strafend an. Die Flotte ist, man möge fast meinen, restlos vernichtet. Es gibt noch ein paar Schiffe, aber selbst das Flaggschiff wurde ja entwendet. So sind noch keine neuen Kiele aus der Werft gelaufen? Die werden ständig neu gebaut mit dem wenigen Holz, was man zur Verfügung hat. Aber auch wenn sie auslaufen, ab und zu mal ein Ulchuchu, ein paar andere Dämonen, die Archen natürlich nicht zu vergessen. Ich bin natürlich darüber informiert, dass ihr selbst eine geführt habt, aber ja, die Lage an der Blutigen See ist unverändert. Es gibt noch einen wenigen Kontakt nach Beilung, dabei schaut einmal zu Isarun, aber dieser ist auch kläglich. Gut, ich denke, wir sollten uns jetzt aber auf die Evakuierung konzentrieren. Korrekt. 100.000 Menschen, die wir bewegen müssen. Natürlich alle entlang der Reichsstraße geht am schnellsten. Was im Hinterland lebt, muss eben über die Hinterlandstraßen nach Süden, Norden ausweichen. Vielleicht sollten wir versuchen, das Hinterland über andere Straßen gen Süden zu dirigieren, damit die Reichsstraße nicht verstopft wird. Ja, natürlich. Also ein gewisser Korridor sollten wir entlang der Reichsstraße evakuieren und auf dieser in Richtung Wehrheim führen. Der Rest sollte über die Straßen im Hinterland evakuiert werden. Es wird wohl auch möglich sein, einige der Dörfer gen Norden zu evakuieren. Ja, natürlich. Dort sind aber, glaube ich, etwas weniger Einwohner, also spärlicher besiedelt. Und vor allem wenige Straßen. Dennoch, wenn sie weit genug weg sind von der Hauptstraße, wird der Feind wohl nicht nachsetzen. Nein, gerade angesichts der Tatsache, dass weiter nördlich auch nicht viel ist zum Angreifen. Ich bin überlegen, ob man Wutzenwald evakuieren oder einfach nur verstärken sollte. Das ist wirklich sehr weit ab vom Schuss. Ich denke, Wutzflucht und Nordgallis bzw. Travigen und ja, vielleicht Burggraben und wäre die nördliche Grenze, bis zu der wir die Flüchtlinge evakuieren sollten. In diesen Dörfern können wir ja sagen, dass sie gen Norden evakuieren sollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Raben uns ihre Burg aufgeben werden. Auf jeden Fall haben wir da also schon mal einen festen Punkt. Nun ja, wenn sie sich weigern. Wir haben die Raben uns kennengelernt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir mit konventioneller Kriegsführung rechnen müssten.
Ja, natürlich. Wenn wir mit menschlichen Gedanken dort herangehen, dann mag es richtig sein, dass wir auch abseits der Reichsstraße evakuieren. Aber auch hier müssten wir eventuell überlegen, ob wir konventionell denken. Ich bin kein Magier, da müsste ich dann euch beide ansprechen. Aber in der Nandus-gefälligen Kriegsführung würde ich mich herantasten, wie ein Drache denkt, beziehungsweise wie ein untoter Drache denkt. Untote müssen nicht schlafen, sie müssen nicht essen, sie müssen nicht plündern. Gehen wir also davon aus, dass wenn sich der schwarze Drache, ich werde seinen Namen nicht nennen, und der Dämonenkaiser, auch wenn ich den Titel verabscheue, aber auch dann muss ich den Namen nicht aussprechen, wenn sich der Dämonenkaiser mit dem schwarzen Drachen verbündet hat und wir mit vielen Untoten rechnen, dann wird er so schnell wie möglich von der Trollpforte nach Werheim marschieren. Aber das, was ist, nachdem er geschlagen ist? Ich meine, wir werden es kaum schaffen, das ganze doch sehr riesige Untotenheer auf einmal aufzureiben. Vermutlich wird sich ein großer Teil davon, vielleicht auch in einem Rückzug, ins Hinterland verstreuen. Doch sie werden nicht wie herkömmliche menschliche Banditen sich irgendwo eingraben und verstecken und dann Dörfer überfallen. Und wir können es nicht haben, dass jedes noch so kleine Dorf schutzlos gegen, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Untote ist, die da heranmarschiert bekommen. Von welchen Truppenstärken des Feindes gehen wir denn überhaupt aus? Also es werden ja nicht nur Untote sein, es werden ja auch sehr viele Söldner sein und aus dem Dämonenkaiserreich menschliche Gegner kommen. Also der schwarze Drache mag wahnsinnig sein, ist er mit Sicherheit auch, aber er wird wohl nicht das komplette Heer auseinanderziehen, sodass immer nur tröpfchenweise angegriffen werden kann. Das ist militärisch unklug. Genau das. Vor allem kann er auch, wenn unsere Vermutungen stimmen, nur nachts marschieren, weil Untote des Tags über zerfallen. Wir rechnen mit ganz grob geschätzt 10.000. Gut, das ist weniger. Das weniger als Aufstellung in verschiedene Kategorien, bitte. Achso, dies bezog sich zunächst auf die Infanterie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein untotes Heer auch über Kavalleristen verfügt, aber wir müssen zwangsläufig davon ausgehen. Zudem hat der schwarze Drache mit seinem Splitter ein paar ehemalige Verbündete von ihm getötet und dann wohl wieder erhoben, wenn man den Gerüchten aus Beilung glauben darf. Das heißt, die ehemaligen Oronia, die dort angelandet sind, befinden sich nun in seinem Heer. Wir rechnen auch mit Ghulen, sprich mit krankheitsübertragenden Untoten, die jeden, der sie berührt, in sie selbst verwandelt. Wir rechnen mit dem ein oder anderen exischen Gefolge, gerade wenn ein Drache sie anführt. Wir rechnen ebenso mit militärischen Konstrukten, die ihr wohl selbst aufgeklärt habt vor einem Jahr in Yol'Gurmak, die Schildkröten aus Leonardos Verstand. Die wird man wohl nur mit magischen Mitteln effektiv bekämpfen können. Echsen überrascht mich tatsächlich. Für gewöhnlich streben sie eher goldenen Drachen hinterher. Wo sind die verfluchten Zwerge, wenn man sie mal braucht? Natürlich gibt es ein paar Irrhalkengardisten, die den Dämonenkaiser begleiten werden. Einfache Mordbrenner, die als Söldner abgestellt werden. Sie werden uns nicht überraschen. Aber vor allem bei den Streitkräften aus Yol'Gurmak müssen wir mit Dämonenpräsenz rechnen. Es kann also auch sein, dass wir auf dem Schlachtfeld gegen fliegende Gegner kämpfen. Dafür müssen wir uns auch noch etwas einfallen lassen. Und man muss bedenken, dass ein Großteil der Feinde eventuell paktiert oder während der Schlacht anfängt zu paktieren. Das kann sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit welchen der Entitäten wir rechnen müssen, aber gerade die Streitkräfte aus Yol'Gurmak bedienen sich vieler verschiedener Herren. Was ist mit diesem
diesem riesigen Kriegsgerät, dessen Pläne wir erbeuten konnten. Wird das zum Einsatz kommen? Der Name Kolakai. Laut unseren Vermutungen werden wir wohl eher in Pareine Pforten mit dieser Festung rechnen. Nun, eure Aufzeichnungen sprachen davon, dass es durch die Elemente getragen wird. Erz, Luft, zumindest diejenigen, die der Schänder der Elemente benutzt. Wie kann man sich gegen so etwas Großes eine ordentliche Strategie einverlassen? Ich werde mit den anderen vor Ort noch einmal sprechen und eine sinnige Strategie uns ausdenken. Aber wenn wir denn unsere Aufklärer aus der schwarzen Sichel... Wir werden zumindest eine genaue Aufstellung des Heeres haben, wenn sie dann zurückkommen. Meine Herren, meine Damen, wir schweifen ein wenig ab. Wir waren bei der Evakuierung, nicht bei der Schlacht, nicht wahr? Natürlich. Ach, Schlacht ist mein Metier. Na gut. Ich ziehe da mal so die Schreibtischschublade auf und hole da mal so, wahrscheinlich so kleine Pöppels raus. Wahrscheinlich Gewichte, womit man Briefe gerade ziehen kann oder festigen kann auf dem Schreibtisch, wo man schreibt. Und würde sie dann erstmal auf der Karte ungeordnet platzieren. Nun, wir sollten uns überlegen, wo wir gewisse Zentren einrichten, wo man die zu Evakuierenden sammeln könnte. Nun, ich vermute mal, wir werden zunächst nach Wehrheim reiten und von dort aus unsere Evakuierung beginnen, wenn ich richtig liege. Wir können die aber schon mal etwas vorbereiten, geistig. Natürlich. Deswegen, unsere Evakuierung wird in Wehrheim starten und auf dem Hinweg können wir bereits ein Lager einrichten, in dem die Menschen unterkommen können, während wir nach Tradings fortreisen und bereits den Dörfern bis dorthin erzählen, dass sie evakuieren sollen und alles, was überbleibt, auf dem Rückweg mitnehmen. Also gut, grob geschätzt 25 Meilen am Tag schafft man. Also alle 25 Meilen so ein Lager. Das müsste machbar sein. Wir sollten bedenken, wir müssen auch Kinder und Alte retten. Ich fürchte, diese werden diese 25 Meilen nicht schaffen. Sie können auf Karren gepackt werden. Ich denke, viele der Bauern werden welche haben. Und solange unsere Nahrungsvorräte stetig zurückgehen, wird auch mehr Platz auf den Wagen sein. Das wäre mein nächster Punkt. Wir bräuchten große Mengen an Nahrung und Wasser. Wenn wir Nahrung aus jedem Dorf mitnehmen, wird euch das willkommen? Ich fürchte, das wird nicht reichen. Nun, jedes Dorf wird genügend Nahrung haben, um durch den Winter zu kommen. Und der Winter hat gerade geendet. Und falls nicht, wir sollten uns auf jeden Fall einen Alternativplan überlegen, wie wir große Mengen Nahrung und Wasser entlang der Evakuierungsrouten schicken können. Vielleicht sollten wir auf örtliche Händler auch zurückgreifen. Ihr und welches Dorf? Wie auch immer ihr plant, auf die Geldkatze des der Kaiserin könnt ihr nicht zurückgreifen. Dapazien ist eines der reichsten Gebiete, die das Mittelreich hat. Nachdem das, nachdem Aranien als Kornkammer rausgefallen ist, ernährt uns Dapazien. Es gibt dort überall Weideflächen, ein paar Rinder und Nahrung wird dort wohl im Überfluss vorhanden sein. Zumindest beziehen wir unsere Nahrung von dort. Und wenn wir vom Ort beschlagnahmen müssen, was wir müssen. Und gut. Zum einen das und nun, ich weiß, dass es in den Mittellanden nicht unbedingt gerne gesehen ist, wenn man... Wenn er jetzt Sklaven sagt, hau ich ihn. Wildert. Bitte sag Sklaven. Wildert. Doch, wenn wir genügend Jäger in den Dörfern zusammentrommeln, die zusätzliche Nahrungsquellen besorgen. Das sollte machbar sein. Wir müssen allerdings das Privileg, als Adelsprivileg der Jagd aufheben entlang der Reichsroute, Reichsstraße. Nun, wenn der Adel mit evakuiert wird, wird das wohl kaum zu größeren Verwerfungen führen. Vielleicht können wir sie dafür ja engagieren. Den Adel engagieren? Nun, nein.
Ich habe gehört, dass sie sehr angetan von der Jagd sind. Wenn wir ihnen eine Aufgabe geben? Ihre Aufgabe ist es, ihr Volk sicher durch diese Evakuierung zu führen. Und nicht wie ein paar Halbgarer Hanseln durch den Wald zu springen und ein paar Rehe zu schießen. Wie lange dauert denn dieser Weg? Das ist unsere Aufgabe. Und wir sollten eher diese Menschen auch evakuieren. Wie lang ist denn diese Reise überhaupt von der Trollmauer, steht hier, Trollmauer bis nach Wehrheim? Etwa 6 Tage, wenn man zu Fuß geht. Die meisten Menschen sind doch viel näher dran. Dafür brauchen wir doch gar keine Nahrung. Die sollen sich was zu essen in den Rucksack packen und dann nehmen wir die mit. Ja, also alles innerhalb von 2 Tagesreisen, denke ich, muss nicht extra versorgt werden. Für 2 Tage werden die ja wohl genügend Essen zu Hause haben. Sie werden definitiv genügend haben. Die sind mit dem Tod motiviert. Die werden schon 2 Tage ohne Essen auskommen. Wir sollten ebenfalls regeln, dass sie sich nicht unnötig belasten mit unnützem Gepäck. Ja, Hühner werden zu Hause gelassen. Nur ich dachte mir, ihr Hausrat, dass sie nicht ihre Bett mitnehmen, etc. Selbstverständlich nehmen sie das nicht mit. Sie sind ja schließlich nur für wenige Wochen weg von zu Hause. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Menschen auf der Flucht nehmen die unnützesten Sachen mit. Haben wir denn überhaupt Leute, um das durchzusetzen, was wir hier besprechen? Das wäre meine nächste Frage. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung der Reichsarmee. Und der Plan ist es auf jeden Fall, dass wir uns morgen erstmal einige Hilfen beschaffen. Halt jetzt aber nicht diese Tobria, oder? Eben jene. Ach du meine Güte. Alles Weitere werden uns die hohen Herren entlang der Reichsstraße zur Verfügung stellen müssen. Ja, auch dafür können wir wahrscheinlich einige der Flüchtlinge benutzen. Jedes Dorf wird doch Büttel oder Stadtgardisten haben. Ich dachte mir dann, dass sie diese Büttel, diese Evakuierung, ihre einzelnen Dörfer organisieren, sie zusammenhalten. Dafür wollte ich sie eigentlich nicht einsetzen. Und dann werden wir eben aus der Gesamtheit der Evakuierten einige rekrutieren müssen. Ja, diese müssen aber auch ausgebildet werden. Ich denke, wir kommen nicht um die Hilfe durch die Reichsarmee hinweg. Also zumindest mal na, so eine Kompanie sollte uns zur Verfügung gestellt werden. Schau mal ans Innern. Das Schreiben, was ihr bekommt, weist euch als Gesandte und unmittelbare Ergebene der Kaiserkrone aus. Ihr bekommt den Zugang und die Passagen zu jeglichem Reichsboden gewährt. Das heißt, ihr müsst auch keine Steuern zahlen, wenn ihr über Brücken oder ähnliches geht. Vor loyalen Offizieren, Adligen und auch anderen KGA-Agenten wird dieses Schreiben Wirkung zeigen müssen. Ihr seid damit Gaugrafen. Oder wie gesagt, handelt in inquisitorischer Gewalt. Oh, das hatten wir noch überhaupt nicht bedacht. Zölle, die müssen natürlich auch außer Kraft gesetzt werden. Man kann nicht jeder einzelnen Flüchtling die Zölle für bezahlen. Jeder, der versucht, den Flüchtlingen die Zölle abzuknöpfen, den will ich persönlich mir vorknöpfen. Ja, das ist ja dann schon, wenn die Leute wissen, dass das jetzt hier nicht rechnet ist, dann ist es doch irgendwie schon fast der versuchte Raub oder Raub. Es wird allerdings Leute geben, die es versuchen. Zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Um die werden wir uns mit aller gebotenen Härte kümmern. Wie steht das mit der Jurisdiktion entlang der Reichsroute? Wir müssen nun ja einige Exempel statuieren an widerborstigen Adligen oder ja, Gesindel. Das Ganze wird ein Leuchtfeuer von Banditen und Raubritter. Wenn dieses inquisitoriale Schreiben uns wirklich die Rechte eines Gaugrafen ermöglicht, haben wir die vollständige Gerichtsbarkeit. Wir können aber nicht überall zu jeder Zeit sein. Das muss echt klar sein. Dann werden wir wohl Mittelsmänner einsetzen müssen. Wie steht es? Können wir aus Wehrheim gewisse Spezialisten rekrutieren?